Der und ich sind am Sonntag 20.30 Uhr live und spielen eine kleine ATS-Olympiade gegen Maxim und Johnny. Deswegen haben wir Max eingeladen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie was hinkriegen, Jay und ich. Also brauchen wir ein bisschen Training. Also dachten wir uns, komm, gönnen wir uns doch mal den Max, der super krass ist. Und lassen den gleich um 2 und 2 Sepp und Max gegen Jay und mich antreten. Hallo. Hallo, wir sind auch schon live. Hallo. Geil. Also erstmal, entweder ich hau jetzt direkt wieder rein oder ihr schreibt mich in eurem verschissenen Stream-Titel richtig Allah. Bram. Bram also, ja? Ja, ist schon und korrigiert, die ja? Die erste Antwort, Bram. Die Herangehensweise verstehe ich nicht, weil eigentlich solltet ihr mit Johnny und Maxim trainieren, um gegen mich anzutreten. Ja, aber du bist ja nicht der Endgegner. Ja doch, darauf will ich ja hinaus. Wir müssen ja erstmal die Zwischengegner besiegen, dass wir den Endgegner besiegen können, weißt du? Genau, und dann also lernst du beim Endgegner. Das heißt, danach kommt ihr nochmal wieder. Ja. Also wenn wir die RTS-Olympiade gewinnen, also dann macht danach quasi wir ein Tourman-Handicap-Match gegen dich zu gewinnen. Wo ist der Unterschied, wenn ihr zu dritt gegen mich fightet? Wir können auch zu dritt gegen dich fighten. Machst du übrigens auch, streamst du auch oder machst du nicht den Stream an? Nee, ich halte das für die Ewigkeit fest, Jay. Alles klar, du machst VOD, nice. Okay, das heißt, du willst uns 3 gegen 1 rasieren, ja? Ja, easy. Aber wir brauchen erst eine Einspielrunde. Ja, wieder die Einspielrunde. Ja, am Arsch, das ist doch dann nicht richtig, das ist doch nicht auf Augenhöhe dann. Warum habe ich die Map gewählt? Die Map ist nice, weil jeder Spieler hat das, was er braucht, sehr zentriert auf seiner Insel. Es ist kein Rumgeficke mit Ressourcen. Diese Berge, die auf jeder Insel sind, da sind alle Ressourcen drauf, außer Gold. Gold ist nur in der Mitte. Ich denke, dass das Interessante an der Map sind die Tunnel. Und seien wir ehrlich, wenn ihr 3 einfach Boote baut und die ganze Zeit hin reingeht bei mir, dann... Meine Chance ist quasi, dass ich einen engen Zugang habe. Okay, ich würde einmal einen Pulli ausziehen, weil es wird jetzt echt heiß. Ja, ja. Ja, mach mal. Ach, also im übertragenen Sinne, Alter. Wie würdest du jetzt hier anfangen? Also würdest du jetzt wirklich direkt so 2 Steinmetze ballern? Und es kommt drauf an, welches Volk. Okay. Ja, und zwar Maya braucht mehr Stein, deswegen baut er da am Anfang mehr. Ja, es kommt drauf an. Also Maya braucht halt recht viel Stein. Deswegen macht es schon Sinn, mit Mayas halt Durchschnitt eher überdurchschnittlich viele Steinbrüche zu haben. So, wo sind denn meine Krieger und wo sind denn meine... Los geht es. Ja, ja. Okay. Angreifen. Und dann machst du am Anfang immer so Spezialeinheiten. Ach, du meinst so Spezialisten. Genau, Geologen gönnst du dir natürlich wahrscheinlich. Na, Geologen hat man ja zum Start 5 Stück, wie ihr seht. Aber ansonsten eigentlich erstmal nichts. Die reichen auch für die Map, weil, wie gesagt, ihr habt nur euren kleinen Hügel da. Ja, los, Jungs. Dankeschön. Dankeschön. Halt links. Okay. Alles gut. Ich gehe schon mal scouten, ne? Na, ich wandere schon gerade mit meiner Truppe. Also, ich bin schon zufrieden. Also, ich habe schon 2 Holzhütten. Geil. Bei euch auch. Weiter viele, so. Wie viele Truppen hast du schon gebaut, Max? 83. Oh, Kacke, was habe ich denn gemacht? Ich habe ein Steinmetz hier. Oh, nein. Oh, weia. Ist ja schon eine sehr, sehr schöne Insel. Eine schöne, kleine, süße Insel, ne? Ja. Die wir hier haben. Wo nichts passiert, das reicht ja. Das reicht ja für den Krieg. Okay. Hier wohnt Max. Klar, wisst ihr schon mal Bescheid, wo der ganze Lachs herkommt. Ach ja, schön. So. Ich hab hier Wüste. So. Also je nachdem ist es halt Anbaugebiet. Die untere Kamera? Oh! Damit du siehst, dass er dann da rauskommt, oder was? Ja, genau. Damit ich sehe, so alles klar, Jungs, jetzt geht's los. Es geht los. Ah, lol, das... Oh, cool, das ist ein guter Tipp.
Alles klar, ja. Jungs, es geht los. So, Jungs. Kommen sie schon, die Truppen? Wie früh sollte man ein Wohnhaus bauen? Sollte man direkt ein großes bauen oder ein mittleres? Also ein großes würde ich nie so früh bauen. Eher ein kleines oder ein mittleres. Also kleine Wohnhäuser sind doch völlig Verschwendung. Findest du? Echt? Die werden halt schnell gebaut, ne? Genau. So. Baut man am Anfang in irgendeiner Weise auch größere Wachtürme? Die machst du höchstens, um eine Frontline zu bilden. Also um Verteidigung aufzubauen. Das ist eine reine Verteidigungsmaßnahme, große Türme und Burgen. Dann heißt, wir brauchen jetzt eine Kohlemine und die Eisenmine. Max, hast du schon eine Mine stehen? Ja. Okay. Alles klar. Okay, alle gleich. Okay. Das ist interessant. Er hat schon eine Mine stehen. Ich habe noch nicht angefangen. Ja, nicht angefangen beschreibt es sehr gut. Aber ja. Ich habe noch keinen Waffenschmied. Na, das ist ja schön. Das ist schön. Wie viele Minen baust du denn so? Ja, von was? Das ist die Frage. Naja, also ich baue für jede Eisenschmelze eine Eisenmine und eine Kohlenmine. Für jeden Schmied, egal ob Werkzeug oder Waffenschmied, baue ich außerdem auch eine Kohlenmine. Alles klar. Gut, dann brauche ich mehr als eine Mine. Du brauchst für quasi jedes Gebäude brauchst du eine eigene Mine. Naja, sie verbraucht ja Kohle. Ein Schmied verbraucht Kohle. Also man geht natürlich davon aus, sie produzieren durchgehend. Die Karte hier ist ja schon relativ klein. Mhm, ja. Und da die ganze Eco drauf zu ballern, ist ja schon gar nicht so ohne. Genau, hier muss man sehr platzoptimiert vorgehen. Ja, ne? Und da bin ich ganz groß dran. Schön. Warum passiert hier nichts? Weil du nicht genug Ressourcen hast. Ich habe 15 Holz und 47 Stein. Nicht genug Träger? 30 Träger. Okay, hast du deswegen jetzt gehustet wegen 30 Träger? Nee, ich hab 30 Träger. Du kannst mich mit Husten verunsichern, Mann. Vor allem hab ich auch noch gehustet, das ist ja noch das Allerschlimmste. So. Nein, die Eisenmine steht nicht auf Stein, die ist ja genau hier. Mal warten, oder was? Hier Bitte? Ist kein ich Stein. Weiß ich ja, weil sich hier nichts rührt bei mir. Ach, Moment. Ach, das ist ein Steinschilder. Hast du gesagt, wenn das doch. Okay. Alter. Hast du Eisenmine auf Steinschilder gesetzt? Nein. Nein. Das muss aber am Sonntag besser laufen. Ah, der Klassiker. Macht das aber keinen Sinn, schon einen Marktplatz zu bauen? Das ist ja. Nein. Sag mal, bei mir ist doch alles ein bisschen langsam. Also bei mir läuft jetzt die Produktion von Truppen, Mann. Also easy. Läuft der Lachs, sagst du? Auf jeden Alter, Fall. Max, wenn wir zusammen gespielt hätten, ey, das wäre... Ich wäre stolz. Ja, die Leute, die mit mir immer zusammenspielen, sagen, das ist immer ganz schrecklich. Also bei Siedler. Warum? Weil ich immer kein Verständnis habe für Fehlverhalten und die Leute immer anfange durchzubeleidigen. Ey, was ist Fehlverhalten für dich so, wenn man noch keine Mine jetzt hat? Zum Beispiel, wenn man Maya spielt und zwei Steinbrüche hat. Was okay, meine was, zwei Steinbrüche? Was ist, wenn ich vier Stück habe? Das ist okay. Das ist okay. Also ihr müsst ja auch immer daran denken, ich bin ja der beste Siedler, vier Spieler Deutschlands. Ja, ja, habe ich den Jungs auch versucht klarzumachen. So, und das dürft ihr halt nicht vergessen. Okay, ich habe schon vier Stück gebaut. Was gezeichnet? Die All In. So, genau, das Brunnen auf Wasser für den scheiß Brunnen, wa? Aber damit meine ich ein Wasserwerk, kein Wasser. So. Okay. Es wird Zeit für noch eine neue Hütte, würde ich sagen. Hier stehen kaum noch Leute rum. Sie werden angegriffen. Aha. Okay, gibt's jetzt Krieg. Mit Alt-Rechtsklick schickst du deine Einheiten so, dass sie jeden Kampf ignorieren. Das würde ich deinem Wikinger-Bogenschützen jetzt empfehlen, sonst gibt's richtig auf die Fresse.
Oh, oh, oh. Wir sind da schon. Altrechtsklick. Na gut, dann geht's auf die Fresse. Ich renn doch schon! Alter, Ramme, wow! Hier frontet er den Max. Guck mal, was da gerade schon rausgelaufen kommt an Einheiten, Jungs! Ja, ja! Du musst ja auch Quatsch machen direkt hier. Wieso muss ich hier Quatsch machen? Ich hab da nur am Eingang gestellt, um zu gucken, um genau diese Situation auch mitzubekommen. Ja, der muss jetzt sterben. Also das ist ja eine Beleidigung gegen das Königsreich Spandau. Wie sagt denn der schon so viele Truppen? Wo hat denn der die her? Er setzt mich hart unter Druck gerade ein bisschen. Ehrlich. Kann der jetzt mal sterben? Oh. Geht doch. So schwer war das jetzt nicht, Alter. Bram, ja. Hast du schon Truppen? Ja, Jungs, das waren meine Starttruppen, ne? Kleiner Geheimtipp, Alter. Nee. Darf man eigentlich die Häuser wieder abreißen? Warum lohnt sich das? Weil du... Klar, teilweise. Also ich meine, so ein Wohnhaus, kann ich das wieder abreißen? Ja, du musst aber immer darauf achten, dass du genug Betten hast. Dann brauchen wir auf jeden Fall jetzt ein Wohnhaus. Die Zerstörung könnte real sein. Ja, und danach brauchen wir noch mehr Holz. Aber... Das heißt nicht, dass du jetzt als erstes auf mich gehst. Wer bist du denn, Rot? Ich bin weiß. Wer ist denn weiß von uns? Ja, ich bin weiß, Junge. Ach so, scheiße. Ich bin weiß. Ja. Weißt du Bescheid? Weiß du Bescheid? Okay, das sind alles Informationen, die sind ganz schön... Heftig. Wertvoll. Okay. Jungs. Ich weiß, genau, deswegen bin ich ja hier auf dem Weg, ne, für die Goldmine. Weil Max hat seine gleich schon oder so. Warte mal, blau? Warte mal, ich bin der Außen, ich bin der so Außenableger. Ich bin ja, du bist der Rode, wa? Ach da, ja, du hast komm mal rüber. Du hast vorhin nicht schnell genug reagiert, als ich gesagt habe, wir müssen uns da vorstellen. Ja, Na, Max kommt! Der steht bei dir an der Grenze! Also, der kommt... Okay, er ist wirklich schon da. Okay. Ich schick meine Einheiten auch. Er greift mich an. What the fuck? Reiß den Turm wieder ab. Sonst kann er sich da einer reinsetzen von denen. Es geht nicht, weil meine Truppen schon so nah sind. Nee. What the fuck? Warum hat der schon so viele? Wir haben immer eine Kaserne, Junge. Verpiss dich. Genau. Bitte sogar wirklich. Okay. Ich sag mal so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man bei Max vielleicht reinficken kann. Meinst du? Mit euren ganzen Truppen. Aber... Steht so, ist er vor. I'm on my way. als ob er mich... Ich hab gerade Waffen, ich hab nicht mal ein Werkzeug, ich hab nicht mal eine fucking Waffenschmiede, Max, du Pisser. Was ist los? What the fuck? Er bumst mich aber gegen den Strich und schmerzhaft und tot. Und verderben einfach. Schmerzhaft das ist das, was du abtust. What the fuck? Okay. Guck mal, was da jetzt gerade passiert. Einheiten sterben, Einheiten hauen. Also meine Einheiten laufen. Wo hast du so viele Truppen her, Max? Ich kämpfe gegen den vor deiner Base. Hast du noch irgendwas zu erleben? Naja. Ja. Rambums hinten rein. Oh, meine sind so langsam. Ja. Nennen wir es Bumsen. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Die Lage ist so unter Kontrolle. Scheiß. Jungs, das war mit meinen Einheiten. Mit der Bisseife. Nein. Wie machen wir denn das jetzt? Ich habe hier so ein paar Platzprobleme jetzt hier. So, der Bauer hat hier so ein bisschen was bei mir. Und der kommt jetzt mit immer mehr Truppen an. Ich versuche eine Kaserne zu errichten. Ja, meine Siedler bewegen sich nicht. Ich bin... Das ist eine Kaserne, steht bei mir. Mhm. Ja, bei mir wird gerade noch die Kaserne planiert. Er sucht jetzt meine Türme. Nee, ich weiß, wo der ist. Ich hatte bei dir Diebe drin. Du mich verarschen. Verarsch mich. Du hast ihn sogar einmal gekillt und du hast nichts gesagt. Ich dachte... Also, ne? Warum ja, denn... okay. Das sieht alles belastend aus. So, den Turm hier hast du ab. Ne, der steht ja. Okay, aber ich habe tatsächlich jetzt schon was gelernt, dass meine Build-Order komplett für den Sack war. Ist doch schön. Was ist denn deine Build-Order? Na, ich habe 46 Steine und ich brauchte halt 0, wa? Ja. Oh, Jay. So, das der letzte. Das war jetzt mit sofort tot. Aber hey, meine Kaserne ist gleich fertig. Also,
Ich sag mal so. Kriegen die Einheiten eigentlich Erfahrung? Dass man Siedler tatsächlich auch komplett im Zerstörermodus spielen kann. Ja, ist das hier so ein Gammel-Game, wo man die ganze Zeit Eier schaukeln kann, oder? Ja. Ich dachte, das wäre Siedler. Johnny und Maxim vielleicht. Wie oft hast du denn schon mit Johnny und Maxim so gespielt? Das Ding ist, die spielen keinen Siedler. Also Maxim so ein bisschen, aber das war nur so eher... Das war auch eher so weil er lustig war so. Unser Style. Ja, naja, er war schon ein bisschen mehr Tryhard so dabei und so, aber... Okay. Gib mal so einen groben Überblick über deine Ecke. Wie viele Minen hast du aktuell da stehen? Gar nicht mal so viel. 4 Steinminen, 2 Erzminen, 3 Kohleminen und... Ah ne, noch eine Kohlemine und jetzt sind noch 2 Goldminen und 1 Kohlemine im Bau. Wieso hast du so viele Steinminen? Weil ich Maya bin. Okay, aber du hast doch noch die Steinvorkommen bei dir auch stehen, oder? Ja, reicht nicht. Ich habe nicht so viel Spitzhacken. Max, kannst du mir die Frage beantworten, warum Bram nicht eine Steinmine hat? Weil er wahrscheinlich dachte, seine 4 mickrigen Steinmetze reichen. Ach, Bram ist Wikinger. Das ist schon alles cool. Ich habe trotzdem zu wenig Holz, obwohl ich 3-mal die ganze Construction am Bauen bin. Aber irgendwie... Der Wikinger braucht ungefähr so 12 Holzfäller, damit es richtig rödelt. Aber schon bei 1, 2, 3, 4, 6 immerhin gleich. Oh, geil. Ja, krass, Mann. Läuft hart, ey. Aber es ist doch 2 Holzfäller auf 1 Sägewerk und Förster... Ein. Oder? Damit immer nachproduziert wird. Jungs, ich sag es mal so, ich habe noch einen Turm, aber... Du bist tot. Du bist tot. Du brauchst mich gar nicht hier versuchen zu trollen. Das steht nämlich im Chatfenster, du Lappen, Alter. Du bist tot, sagt er einfach. Ach ja, stimmt, sie sind aus dem Spiel ausgeschlossen. Ich weiß das eher als du so. Ich wollte gerade weiterbauen hier noch. Ja, viel Spaß. Ja, war eine gute Runde. Okay. Jetzt wird ein bisschen gebaut. Achso, und steigt die Party. Auch noch wichtig, Minen. Ich hab das so in Erinnerung, dass wenn man Minen nebeneinander, also wenn ich jetzt eine Kohlemine direkt neben eine andere Kohlemine setze, dass sie sich gegenseitig kannibalisieren. Ist das richtig oder falsch? Das ist Bullshit. Okay, und die gibt's, ist das endlich, das Zeug? Kohle, ja. Also generell ist irgendwas endlich, also ist er dann irgendwann weg? Ja, geht so, ja, aber es dauert übel lang und du kannst dann die Mine abreißen und woanders einfach eine bauen, weißt du? Beziehungsweise sogar teilweise auf demselben Fleck einfach wieder bauen. Ah, der blockt quasi, wenn du zu viele Einheiten schon vor in quasi in Queue setzt, blockt der die Einheiten aber sofort. Also genau, dann liegen die Waffen da rum und keiner nimmt sie, weil die sagen, nö, wir brauchen die Träger, Alter. Okay. Ich glaube, ich habe einfach das Scaling noch nicht so drauf. Weißt du, ich bin so, ja, guck mal, geil, ich habe doch jetzt hier schon 4 Holzfällerhütten und so. Max, du brauchst 12. Okay, alles klar. Boah, ist das eine Rasur, Alter. So, Kack, ich habe jetzt meine Waffenschmiede fertig. Ach geil, dann kann ich ja reinrennen. Ich warte mal ein bisschen. Max hat jetzt schon so viele Truppen, wie wir insgesamt hatten. Das darfst du mir nicht sagen. Ich weiß, das darf ich denen nicht sagen, aber ich will nur einfach denen ein bisschen Druck machen, weil die anderen haben auch noch genauso viele Truppen wie ich. Also die Starttruppen. Ist richtig. Nein, das ist gelogen. Die sind alle golden jetzt. Die haben sie verkauft. Ist richtig. Okay, aber trotzdem. Wie stelle ich denn die Waffenschmiede am besten ein? Theoretisch gar nichts, sondern ist alles ausgeglichen. Du kannst überlegen, ob du auf was Bestimmtes halt viel gehen willst. Beispielsweise offensiv, ganz wie Schwertkämpfer. Ja, das Ding ist, Bogenschützen sind eigentlich fast immer geiler, weil du klärst damit erstmal alle Truppen. Aber du kannst mit denen nicht Türme einnehmen. Ganz oft kommt es dazu, wenn man eine ausgeglichene Armee hat und angreift, dann düngen sich natürlich als erstes alle Schwertkämpfer aus. Und du stehst dann im gegnerischen Reich, selbst wenn du einen Kampf gewonnen hast, nur mit Bogenschützen. Geil. Ich muss kurz mal anmerken, ich finde es weiterhin beleidigend, dass ihr mich als Trainingsmaßnahme gegen Johnny und Maxim nehmt. Warum? Wir nehmen halt den krassesten, den wir finden konnten, um halt die durchschnittlichen zu bashen. Ja, aber ich hoffe, das macht ihr dann jetzt auch. Also, ist ja wirklich. Das sollte doch deinem Ego schmeicheln, oder? Naja, im übertragenen Sinne. Also, wenn du es so formulierst, dann eigentlich schon. Wenn du es so formulierst, na. Findest du es ja eigentlich schon toll. Alter, ich habe einfach nicht besitzen, kein Holz in diesem Spiel. 12. Wie viel Goldminen braucht man so, Max? Kommt drauf an. Mehr Träger. Oder braucht man mehr Tavernen? Also 65 mehr Kasernen. So.
Braucht man mehrere von denen oder reicht eine Kaserne? Nochmal die Frage. Braucht man mehrere Kasernen? Nee, das ist kompletter Bullshit. Dann bau lieber Lager. Alter Vater. So, dann marschieren wir mal. Wie marschieren wir mal? Nee, nix marschieren hier. Ja, du kannst ruhig durchmarschieren. Im Zweifel will er sich dann ein paar Donations und ein paar Subs vor und dann machen wir noch eine. Ja! Boah, ist das belastend hier, ey. Das ist echt belastend, was hier passiert, Alter. Das ist so belastend. Das Schöne ist, bei Siedler 4, du hast doch Steuergruppen. Was sind Steuergruppen? Die naja, also, Steuern? Nee, also ich... Ja, war vielleicht doof ausgedrückt, aber du kannst halt Truppen auf Gruppen legen. Ach so, das meinst du. Sie werden angegriffen. Ja, ich weiß. Wir werden vorne angegriffen. Was? Nee, nicht tun. Ey, ich hab gerade was gebaut. Ach, als ob, komm. Ja, Siege, Junge. Komm, Bram, schaff's. Meine Einheiten sind schon tot da vorne, Jay. Oh. Sepp, schaff's. Wie der die ganze Zeit seine Krieger wegzieht. Ja, das ist ja schon ein Asozialer hier. Wie der mich niedermoscht. Die Sau. Holy moly. So hoch oder runter? Lauf mal geradeaus. Richtig laut. Unterschied. Ja. Das ist jetzt... Sowas nennt man Machtdemonstration, glaube ich. Ja, einfach mal alle Einheiten des Gegners. Nee, die Machtdemonstration, die kommt noch. Ach, die kommt noch. Ihr wisst doch, ich habe noch nichts anderes außer Siedler 4. Mhm. Okay, Sepp, du bist sofort alleine. Nein, ist er bei dir reingeraten. Ach echt? Hä, hey, aber Bram streamt, ne? Ja. Ja, dann gehe ich hoch. Ach, als ob! Was ist das denn jetzt hier? Oh Mann, Alter! Max? Komm, ich schaff's bis dahin bestimmt immer noch meine zweite Eisenschmelze fertig zu machen. Geil. Ey, Max, warte einfach noch mal so 10 Minuten, ja? Dann kriegst du auch einen geilen Fight. Ja, bei Bram. Die Zeit nee, gebe ich ihm. Der hat nicht mal eine zweite Schmelze. Also bei dem ist ja RIP. Meine Mutter ist RIP, Junge. Finde ich jetzt ein bisschen offensiv. Das war schon pain in the ass. Ah ja, geradeaus ist ja. Ja. Ja, wie viele Einheiten hat der? So ja, komm, ich 30? 39. Ja, ich hab... Guck mal, ich hab den. 15. Der hab ich ja sogar mehr als du. Ja, neue. Dann wie viel Gesamt hast du denn? Ja, da ich gerade alle verloren habe in diesem Kampf, habe ich jetzt 10. Ihr dürft mir das echt nicht sagen, ne? Also... Ja, so, was ändert das? Nicht sagen, was ändert das denn? Also, wenn du mit 50 Viechern hier auf mich gerade. Nee, mit 40, sorry. Mit 40 Viechern 39. Auf mich zurennst, was wäre denn so, wenn ich jetzt gesagt hätte, boah, ich habe 50 Viecher, würdest du dann zurückgeben? Ja. 50 Viecher. Ja, okay, Max, ich habe 50 Viecher hier stehen. Das glaube ich dir nicht. Ein Lama. Und ein Lama. Nee, und ein Lama. Oh fuck, jetzt macht er. Ja, jetzt hau ab endlich. Wo ist denn das Türmchen? Das ist kein Türmchen. Das Türmchen, oh, ein Geologe. Kein Türmchen im Lande Mordors. Doch, den einen großen, Junge. Oh, du hast einen Hauptmann? Nee, ja, natürlich habe ich einen Hauptmann. Geil. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Warum rennen die jetzt in ihr tot? Der Puls sogar, also der spielt ja richtig krass. Das ist Micromanagement, kein Puls. Alter, der weiß sogar, der zieht dann seine Frontline nach hinten. Ach, alle Klärchen hier. Gab's irgendeinen in den ganzen Siedlergruppen, der dich nachher noch besiegen konnte? Bisher nicht. Das fand ich auch ein bisschen langweilig. Ja, deswegen hab ich... Aber irgendwann wollten die Leute auch nicht mehr. Das kann ich auch gar nicht verstehen. Ah, deswegen ist es so. Hey, Max, das war Siedler, du darfst uns stoppen. Ja, ja. 5 ja, Millisekunden ja. Später. Yo, Mann, ich kann immer. Jetzt nicht. So, jetzt hast du das Problem, dass sie deine Kaserne besetzt hat. Das heißt... Wenn du jetzt nach und nach immer so eine Einheit rausschickst, dann würde die halt einfach zerfickt. Ja, aber, ey Max, ich habe ein Problem. Da stehen 30, 40 Einheiten in meiner Base. 39. Das ist aber mittlerweile 37. Zwei sind gestorben. Das war ganz schön scheiße von dir. Ja, bitteschön. So, wo ist denn dein Dürmchen? Künstlich verlängern. Das kann man vielleicht beim Penis machen, ne? Aber nicht hier bei so einem geilen Spiel. Penis? Ja.
kriegt man doch immer so E-Mails. Oh, Bram, zapp mir zur Rettung! Jawohl, Bram, mach sie! Gut. Ja, aber im Gegensatz zu dir, Sepp, wusste Max das schon länger, weil der hat nämlich irgendwann angefangen umzudrehen und dann hat er darauf angeschlagen. Ja, jetzt rennt er einfach mit seinen anderen 15 Kriegern hier durch die Gegend und sucht meinen scheiß Turm. Ja, ja, auch gut versteckt, der Turm, muss man sagen. Oh, wo haben wir es denn? Komm, ich könnte hier jetzt direkt instant 20 Krieger produzieren, ja? Ach, nur weil du mir hier auf den Sack gehst. Ist ja kein Problem. Geh doch in ein anderes Land mit deinen komischen Leuten hier, die Asyl suchen. Geh in ein anderes Land. Hier sind deine Maya-Freunde. Bram, hast du schon ein paar Truppen? Ich habe jetzt schon wieder zwei neue. Ich habe 14. Hast du eine Einheit von mir geklaut? Nee, ich wollte gerade sagen, was läuft denn der? Der hat sich einfach getarnt. Der ist einfach zwischen deinen Einheiten weggelaufen. So, du musst einen in der Nähe stehen haben, ne? Ach, Kacke, ey. Oh. Ja, alles belastend. Ja, ich verstehe das schon, warum Max mich angegriffen hat. Sonst hätte er jetzt echt in die Röhre geguckt. Ich? Ja. Du hast noch einen Turm. Also, ich hab noch einen Turm. Ah, lol, da hab ich ja noch einen Turm. Wie viele Einheiten hast du gerade, Max? 32. 32 Einheiten hast du? Jo. Wie viel hast du, Bram? So ungefähr Pi mal Daumen? 15. Zweistellig oder noch nicht? 15. Ist doch solide. Die Frage ist, wie viele Waffen habe ich? Okay, das war's. Ich habe noch 3. Jetzt habe ich nochmal 10 Einheiten nachgeballert, aber... Ich habe jetzt hier gerade ein neues Spiel angefangen und den essentiellen Fehler gemacht, dass ich jetzt keine Träger mehr habe. Das ist echt problematisch. Ich habe das Maximum rausgeholt, ja? Ja. Das Maximum. Oh Mann, ey, ich hatte gerade Gold. Ja, schlimm genug. Ja, komm, Max, überrenn mich. Cool, neues Anfang. Ja, warte mal noch. Ich will, also jetzt will ich ja auch ein bisschen Late Game. Ja, genau. Ich musste halt welche rausnehmen, damit ich nicht verliere. Was musstest du rausnehmen? Würde ich euch wachsen lassen, hätte ich ja... Das geht ja exponentiell später hier. Ja, aber du hast ja exponentiell, du hast einfach irgendwie, weißt du, wenn wir 100 Truppen haben, dann hast du 1000. Naja, Bram mal 10, ich hab 32, haben wir gerade gemerkt. Ja. Als ob der nur 32 hat, der hat doch in der Base da 50 Stück noch stehen. Warum sollte er denn jetzt lügen? Ich hab doch gar keinen Grund zu lügen. Also, was ich auf jeden Fall im nächsten Spiel anders machen muss, ich hab 271 Kohle, Junge. Was? Ja, du hast ja auch nur 4 Kohleminen. Wobei, das ist eigentlich okay, 4 Kohleminen und 2 Eisenminen. So, jetzt habe ich 69 Truppen. Ja, ich bin jetzt bei 15. So, aber ich krieg gerade endlich neue Menschen. Menschen? Sonst habe ich nur Goblins und Orks hier in Isengard. Okay. So, wie viele Einheiten hast du mittlerweile? 95. Oh, immerhin habe ich 45. Ja, geil. Gibt's gleich richtig Ultimate Battle of History, Alter. Aber ich glaube, er hat 95 Stufe 3 Einheiten und du hast. Nee, habe ich nicht. Nee? Nee. Als Wikinger baue ich eine Steinmetzhütte, wenn überhaupt. Na, eine nicht. Eine nicht, aber zwei oder so. Also zum Start, ne? Später brauchst du trotzdem mehr. Es gibt auch die random generierten Maps. Da hast du das Problem, dass du manchmal riesige Steinfelder vor der Base hast, die dir alles versperrt. Da musst du auch, hatte ich auch schon Matches als Wikinger. Tatsächlich, fällt mir gerade ein, weil Bram hatte ja gefragt, einer hat mich mal besiegt, das war Vlesk. Hat er dich vorher mit K.O.-Tropfen irgendwie belegt, oder? Naja, das war, weil ich Wikinger gespielt habe und zwei riesige Steinfelder in meiner gesamten Base hatte. Und ich habe da die ganze Zeit gepokert mit Smacktalk, weil die Leute hatten riesigen Respekt und haben den die ganze Zeit nicht angegriffen, obwohl die mich hätten die ganze Zeit wegmachen können. So, das heißt, ich konnte mich da lange halten, konnte auch zwei Leute sind vor mir gestorben. Also es war dann nur noch Vlesk übrig, aber der ist mir dann hinten reingefallen und da war dann einfach, der war dann schon zu weit vorne und ich habe all meine Truppen verbrannt, um die anderen wegzumachen. Beziehungsweise er hat auch schon, also es war so ein Alles-gegen-alle-Match. Er hat da auch gut grasiert. Okay. Gut, schon mal zu wissen, dass es Leute gibt, die dich schon mal besiegt haben. Unter speziellen Umständen, ja. Ja.
So, Brampf. Du kommst jetzt rüber, aber wie viele Einheiten kommst du? Soll ich schon rüberkommen? Ja, komm rüber, können wir ein neues anfangen. Dann müssen die beiden Jungs nicht die ganze Zeit warten. Okay. Vielleicht schlägst du mich auch. Das ist eben fertig, ne? Warte mal. Mama hat ja drei Burgen gebaut. Ich hab jetzt 73. Okay. Also das ist für die Zeit, hättest du uns auf jeden Fall damit besiegt, letzte Mal. Also der Anfang, da überhaupt angefangen zu haben, und meine ersten beiden Gebäude zwei Steinhütten waren, war schon mal der Fail. Okay, ich komm mal jetzt rüber. Komm mal rum. Wie viele Level 3 Einheiten sind dabei? 30 und 30 Level 2 Einheiten und 51 Level 1 Einheiten. Das sind die Schwertkämpfer. Bogenschützen habe ich 5 T3 und 12 T1. Und ich habe noch einen Priester. Ich dachte, er kommt mit rein. Natürlich hast du schon einen Priester. Okay. Wie ist denn eigentlich hier mit dem mit der Fahrzeugmanufaktur? Sind die geil oder gibt's da einen dicken Fick drauf? Es ist übel geil, wenn der Gegner denkt, er kann sich einbunkern, Junge. Dann knallst du auch richtig rein in die Olga. Schießert? Okay, aber wenn er quasi keine Türme und so weiter hat, dann nicht. Dann nicht. Das bringt gar nichts, ne? Dann nicht, okay. So, jetzt zaubern wir ein bisschen. Achso, scheiße, ich weiß, was du tust. Da bin ich letztes Mal so drauf reingefallen. Hm? Ja, du kannst dich ja so teleportieren oder so ein Scheiß. Nee, das mache ich nicht, das ist dumm. Ich level lieber all meine Truppen ab. Ding ist, Maya braucht ultra, ultra viel Stein. Und Stein ist leider nicht... Also in Siedler 4 dann durch die Steinmine doch nicht endlos. Aber du bist halt sehr angewiesen dann auf Steinminen. Die sind eigentlich nicht so häufig. Deswegen, aber wenn du genug Stein hast, ist Maya halt umso explosiver. So, wo bist du? Ich bin jetzt da. Er muss auf 5 Meter laufen. Na, jetzt rein. Los geht's. Die Alter. Völkerwanderung ist da, Bram. Komm, mach das. Alter. Da läuft's aber. Gelb ist nicht gut, oder? Wenn die ganzen. Das sind nur Gelbe, die da hochfliegen. Da läuft's. Da war mal ein Weißer bei. Bram, du musst die auch kaputt machen von ihm, ne? Nee, no shit, ja? Warum fliegen denn da nur so Gelbe hoch? Ja, ich habe inzwischen auch 105% Offensivkampfkraft. Wie hast du das gemacht? Ganz viele Gebäude, Junge. Ach, ist egal, welches Gebäude. Nee, manche geben mehr. Das sind ja die Zusatzdinger, ne? Wie viel hast du, Bram? Offensivkampfkraft so? 56. Ja, aber deine Defensiv. Die ist 100 wahrscheinlich. Okay, wo ist der Turm? Da ist der Turm. Nice. Jetzt belastend. Okay, ist jetzt aber jetzt gleich Party oder was? Kannst du dir mal meine Base angucken und überlegen, was ich anders gemacht habe. Ich meine, ja, ist Maya so, aber trotzdem, ein gewisser Grundaufbau ist ja da. Jo, moin, Alter. Ach du Scheiße. What the shit, wie kompakt ist das denn? Ich meine ja, am Anfang man muss sehr platzoptimiert bauen. Aber gerade sehe ich Bram altern. Ja, das ist schon krass. Mann, ey, das nervt mich total, dass der uns so gerackt hat, ey. Ohne Scheiß. Das triggert mich. Machen wir jetzt noch eine Runde und machen wir aber platt, ja. Ja, wie denn, Alter? Das ist doch unmöglich. Easy. So, Milbekeks. Hyper. Hoffe, bald kommt auch wieder ein wenig Stronghold. Das bei mir auf jeden Fall nicht. Auf Stronghold, da sehe ich mich aktuell null. Guck mal, Falco, da siehst du den Mann? Grano, dreifacher Resub. Danke. Den habe ich, gerade weggefickt. Ah, der Falco. Wow. Jetzt wird man auch noch dem Hund zum Fressen vorgeworfen.